Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zurück zu den Nachrichten. Heute Grauen aus der Tiefe. Davy Jones hat es mal wieder geschafft. Er hat die Lady Mirabelle und meine Wenigkeit komplett aus der Fassung gebracht. Ja, Hintergrund des Ganzen sind, und da übergebe ich an meine Reporterin, die Lady Mirabelle. Sümpfe. Einfach nur Sümpfe. Sümpfe? Nein. Sümpfe, die überall einfach so erstaunlich auftauchen. Ja, das auch, aber ich dachte eigentlich jetzt so die Seepferdchen. Ich dachte an die Seepferdchen. Auch. Die finden wir nicht. Und wir finden nur eins nicht. Das ja, ist ja eins, das ja. Beschissenste daran. Darum und deswegen, eins. Ja, wir wissen nicht, wo es ist und wir wollen euch aber auch jetzt nicht noch eine Folge lang weiter damit aufhalten. Echt frustrierend. Ich glaube, wir mussten hier in der Hütte weitermachen. Vielleicht haben wir auch noch, ne? Glück und es kommt jetzt zum Ende zu noch, aber ich glaube nicht mehr dran. Na dann, mal gucken. Tausche die Steine, bis sie eine kohärente Geschichte in chronologischer Reihenfolge erzählen. Ach du Scheiße. Oh Gott, die ganzen Videos so gesagt. Okay. Also. Ich würde mal sagen, das hier ist das Ende und das ist der Anfang. Er sagt auf Wiedersehen und er kommt wieder. Nee, warte mal. Er kommt wieder, hängt seine Jacke auf, sie kocht was. Er packt was in die Truhe. Nein. Verdammt. Wir haben überlegen. Nee, wenn man es also so die letzten drei, denke ich, stimmt schon. Aber oben würde ich die zwei und die drei vielleicht noch miteinander, oder? Nee. Die zwei und die drei, nicht die drei und die vier. Also. Aber das passt doch auch nicht. Guck mal, da ist er doch schon wieder da. Da sagt sie auf Wiedersehen. Hier sagt er dann Hallo. Oder auf Wiedersehen. Sei jetzt mal dahingestellt. Sie bereitet was zu essen vor. Aber da ist sie auch am Tisch. Beim zweiten ist sie auch am Tisch. Glaube ich. Und das vielleicht ist das erste dann die vier. Meinst du? Boah, ich bin voll am Link. Oder so? Ah. Nicht überspringen, freigeschalten. Yay! I am bound by the promise I made before I died. My father has to understand his mistakes and come to me. Only when the ritual broken centuries ago is fulfilled, will I be free. It's empty. That night I forgot about my ritual. Ich bin unschuldig. Mirabelle war's. Verdammt. Immer bin ich's. Die Mira war's, definitiv. Immerhin hat sie jetzt mal mit uns geredet. Ich wollte gerade sagen, ich war auch gerade schockiert. Ich dachte, Geister können nicht mit einem reden. So, aber jetzt, warte mal, jetzt ist... Guck mal, jetzt ist sie da. Ist jetzt hier vielleicht irgendwas? Nee. Wäre zu schön. Es wäre zu einfach gewesen, ne? Hm. Ich verstehe es nicht. Also der geht dorthin und es reagiert ganz locker. Ja, echt. Oh, es ist weg. Ich habe nicht an mein Ritual gedacht. Naja, ich lasse ihn mal frei. Ich wollte es gerade noch umbringen. Richtig. Hm. Mach ich auch immer. Something changed in him. He let me go and said he needed to finish the ritual. Aha. Tatsache, hat er wirklich so gemacht. Och, ich muss erstmal mein Ritual machen. Und tschüss. Lalalala. Bleib mal ganz kurz hier stehen, ich bring dich nachher um. Okay. Gut. Sie bleibt auch noch stehen, statt zu flüchten, ne? Ja. Guck mal, wie gelassen locker er da steht, ja? Ja, ne, völlig entspannt. Jetzt müssen nur noch so die Hose eigentlich hier wetten, die hat er da drunter so auf Kniehöhe. So eine Baggy. Fischermarke, bitteschön. Bring's zu Ende. Was? Hä? Hä? Müssen wir die irgendwo reinfropfen? Haben wir irgendwas verpasst? Ach, genau. Okay. Das da braucht er. Stimmt. Aber wie kann das sein? Der hat sie doch in der Geschichte über das Boot geworfen, ins Wasser.
Und eben nicht andauernd in die Kiste zurückgelegt. Tja, also... Erklär mir das. Los, sei unser Erklärbär. Okay, also es hat sich so zugespielt, ja. Du kennst ja den Disney-Film Aladdin, ja? Und er war halt unterwegs und hat dann auch diese Wunderlampe gefunden, ja? Hat sich dann erstens gewünscht, dass er ein mächtiger Pirat wird, hat sich dann gewünscht, dass er richtig viel Kohle hat, ja, was ja zu einem mächtigen Piraten dazugehört, und hat sich die Medaille dann gewünscht, in seiner Nähe zu haben, aber er wusste wahrscheinlich nie, wo sie ist. Das wird sein, das klingt total logisch. Richtig, ja, darum bin ich ja auch Trouplay, ne? So, geben wir es ihm jetzt. Komm, wir besorgen es ihm. Okay, wenn du es willst. Ich bin in der Mitte. Ja, was anderes hätte ich jetzt nicht erwartet. Egal, bevor das jetzt hier ein bisschen absagt, viel Spaß. Is the biggest treasure I've ever had. I release everyone from the deals I've made. It's over. You've freed everybody from the deals with Davy Jones. We can go home. Okay. Mal ganz im Ernst. Das Ende war jetzt nicht spektakulär, oder? Nee. Also es war schön designt, aber... Ja, endlich mal ein schön designtes Ende, ja, aber spektakulär war es nicht und mal ganz im Ernst, die Tochter sah ein bisschen bekifft aus. Ja, war alles nur ein Traum. Und besonders, wo hatte sie auf einmal die Klamotten her? Mm. Ja? Die ganze Insel ist am Explodieren, aber da an dieser schönen Ecke passiert gar nichts. Ja, vor allem alles explodiert, dann, hey, wir haben es geschafft, kommen wir gehen nach Hause. Ist immer so der erste Gedanke. Ja. Nicht, hey, ich muss das verarbeiten, sondern, hey, wuh, nach Hause, es passiert ja öfters. Ja. Ist ja, Mondgeister ist ja nichts Neues. Ist ja Alltag. Ist ja... meine Komm Güte. Ja. Und hey, sie hat sich bedankt und er löst einfach alle vom Pack. Punkt. Ja, ja. Ohne irgendwas. Ja. Mal davon abgesehen, ja? Nimm das Ding aus der Kiste, geh zu deinem Boot, steck das da oben drauf, nimm das Ding wieder raus, das Medaillon, pack es in die Kiste. Schon wäre das Problem gelöst. Aber nein. Ja, aber nein, daran scheiterten Tausende und Abertausende. Du hast ja die ganzen Pakte gesehen. Erstens, Leute daran. Erstens das und zweitens, ja, dafür brauchte man 3 Folgen Nightmare from the Deep, um das herauszufinden. Ich meine, was hat er denn die ganzen Jahre gemacht? Außer irgendwelche Pakte geschlossen. Ja? Und ist nicht einmal an diesem Boot vorbeigelaufen, um zu sagen, ah, damals. Ja, damals, früher, als ich noch jung war. Und er hing so sehr an seiner Tochter, dass er nicht einmal an sie gedacht hat. So mit damals die Rituale. Also mal ganz im Ernst. Also, aber ich muss sagen, trotz alledem, die Wimmelbilder haben mir Spaß gemacht. Ja. Ja. Also ich finde generell, das ist schon schön. Ja. Also nicht logisch, aber schön. Nicht logisch, schön designt, ja, gebe ich dir recht, ja. Teilweise auch nicht ganz so weit hergeholt. Ich glaube, ein bisschen Inspiration so in Richtung Fluch, der... Ne? Mhm. Da halt dieser Film, ne? Halt, dieser Piratenfilm, Fluch der Piraten, so. Ich habe ja schon einmal irgendeinen Namen gesagt aus der Firma. Hier, jedenfalls dieser Film von Disney, ne? Also, kennt ihn ja. So. Ja. Gut, wir wollen dann jetzt im nächsten Part dann anfangen mit dem Bonuskapitel. Da gibt's leider keine Leistungen. No. Nee. Vielleicht zählt ja da noch irgendwo das Seepferdchen dazu. Hm.
Würde mich jetzt zwar wundern, ja, aber warum nicht? Ich glaube nicht, aber ich habe auch natürlich Hoffnung. Thank you for playing Nightmare from the Deep 3 Davy Jones Collector's Edition. Yay. Also jetzt schon thank you für die Collector's Edition sagen. Ich meine, Collector's Edition ist ja noch Bonusabenteuer dabei. Ha? Aber das ist ja jetzt, da sagt man doch nicht nein, wenn es einem angeboten wird. Deswegen bedanken die sich schon vorab, weil sie wissen, du klickst eh drauf. Genau, richtig. Aber wir klicken erst in der nächsten Folge drauf. Und ich sage in dem Augenblick, ich bin euer Tro. Da unten ist die liebe, nette, süße Mirabelle. Haut rein. Tschö, tschö.